So, willkommen in meiner kleinen scheiß Drecksküche. Erstmal vorweg, ja, für mich ist diese Frisur auch ungewohnt. Wir müssen da jetzt gemeinsam durch, okay? Jedenfalls mache ich heute Linsendahl. Habe ich das schon mal gemacht? Nein. Habe ich trotzdem Vertrauen in meine Fähigkeiten, dass ich es schaffe? Nein. Denn wie soll ich meinen Fähigkeiten vertrauen, wenn sie nicht existieren? Linsendahl. Was bedeutet überhaupt Dahl? Dahl ist ein Begriff für Linsen. Linsendahl bedeutet also Linsen. Versuch das 5-mal hintereinander schnell auszusprechen. Linsen. Naja, auf jeden Fall habe ich hier jetzt ein Rezept und ich finde, das Beste an dem Rezept ist die Zwiebel. Zwiebeln machen alles besser, außer mein Selbstwert. Der bleibt scheiße. Ich glaube, Menschen, die keine Zwiebeln mögen, waren auch früher diejenigen, die in der Schule so einen Pelikan- oder Stabilo-Füller benutzt haben. Die coolen Kids hatten nämlich Lami. Zwiebeln in die Pfanne. Dann Knoblauch und Ingwer dazugeben. Eigentlich soll man frischen nehmen. Tja, habe ich vergessen. Denn ich bin dumm. Jetzt so lange warten, bis es gut riecht. Also es riecht jetzt schon verbrannt. Das stufe ich mal als guten Geruch ein. Linsen waschen. Linsen zu den angekohlten Zwiebeln dazugeben. Gemüsebrühe dazugeben. Ich habe hier jetzt noch so eine Gemüsemischung in meinem Eisfach gefunden. Karotten, Blumenkohl und Brokkoli. Und ich glaube, das klatsche ich da jetzt noch mit rein. Das kann wiederum zu verschiedenen Szenarien führen. Erstens, es passt hervorragend. Zweitens, ich versau alles und es wird ekelhaft. Oder drittens, ich fackel meine Küche ab. Alle drei Szenarien sind gleichermaßen wahrscheinlich. Risiko. Jetzt noch etwas Kokosmilch. Und passierte Tomaten. Warum ist diese Pfanne so voll? Ich wollte nur für mich kochen. Ich will ehrlich mit euch sein. Die Zwiebel und der Knoblauch reichen nicht aus, um das Ganze schmackhaft zu machen. Deshalb nehme ich jetzt noch Salz, Pfeffer, Zitronensaft, Kurkuma, Paprikapulver und Currypulver. Aber auch nur, weil es im Rezept stand. Eigentlich lasse ich mir nämlich nur sehr ungern von anderen sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Und schon gar nicht von Rezepten. Ich habe hier jetzt noch so Fertigreis. Dann das Linsenzeug drüber geben. Noch ein bisschen pflanzlichen Joghurt. Geschmackstest. Weiß nicht. Vielleicht hätte ich ungesüßten Joghurt nehmen sollen. Naja.